Mein Thema von heute ist, durch Heulen wird die Welt nicht besser. Durch Heulen wird die Welt nicht besser. Es ist oft so, dass wir über bestimmte Themen reden, bestimmte Sachen ansprechen und dann hört man irgendwelche Leute oder sieht, dass Leute schreiben, gibt es kein besseres Thema als das? Gibt es kein besseres Thema als das? Also ich kann garantieren, es gibt immer bessere Themen als das. Weil was ein gutes Thema ist, liegt erstmal im Angesicht des Betrachters. Und wir können ja auch den ganzen Tag nur über Tauhid reden, weil eigentlich das beste Thema ist Tauhid. Aber Tauhid muss man auch verbinden mit der Realität, die um uns herum stattfindet. Man sagt, dass ein Drittel des Korans Geschichten sind, dass ein Drittel des Korans Tauhid ist, dass ein Drittel des Korans Ahkam sind. Aber in Al-Qayyim al-Jawziyya sagt, der ganze Koran ist Tauhid, weil die Geschichten der Propheten, worum geht es dort? Um Tauhid. Und die Ahkam, die Regeln, die wir beachten, Fasten, Beten, Hajj, worum geht es dort? Um Tauhid. Das heißt, alles geht zum Tauhid zurück. Aber man könnte auch den ganzen Tag nur über Tauhid reden, direkt über Tauhid reden, ohne es mit den Ahkam, mit den Regeln zu verbinden, ohne es mit der Geschichte der Propheten zu verbinden. Man redet einfach nur, Allah ist einer, Allah ist einer, Allah ist einer. Ich wollte heute wieder einen Vortrag mit euch machen. Allah ist einer, man darf ihn nur alleine anbeten. Er ist der Allmächtige, der Allwissende. Und ich erzähle einfach die Namen auf von ihm. Das ist eigentlich das beste Thema. Aber ist das der Weg des Propheten alayhi salatu wassalam gewesen? Und ist das der Weg, der in unserer Realität, in unserer Umwelt wirklich etwas verbessern kann? Weil das ist eigentlich das beste Thema. Andere kommen dann, andere meinen damit. Ja, und außerdem, wenn ich nur über Tauhid rede, dann weiß keiner, wie ich Wudu mache. Dann weiß er nicht, wie er betet. Dann weiß er vielleicht nicht, wie er fastet. Wir haben es schon selber erlebt. Warum machen wir Vorträge wie beispielsweise, darf man das Fasten abbrechen oder muss man fasten, wenn man arbeitet? Weil viele denken, weil sie in der Moschee bzw. Umfeld Leute haben, die Menschen in die Irre führen im Namen des Islams, viele denken, sie müssen nicht fasten, weil sie arbeiten. Wir kriegen Fragen von Leuten, die wissen nicht, wann die Fastenzeiten sind. Ohne Ende. Sie denken, das Fasten beginnt mit Sonnenaufgang. Wir haben 2400 Moscheen in Deutschland. Und zahlreiche Muslime fragen uns, wann muss ich mit dem Fasten beginnen? Die haben alle Moscheen um sich herum. Die waren alle schon beim Freitagsgebet gewesen. Aber die fragen uns, wann muss ich mit dem Fasten beginnen? Bei Sonnenaufgang oder wann? Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass die Dauer der Moscheen gescheitert ist. Wenn man es mit hätten wir jetzt nur 3 Moscheen in Deutschland, die Muslime würden fragen, wann muss ich mit dem Fasten beginnen? Dann würden wir sagen, ja, wir haben zu wenige Moscheen in Deutschland. Aber wenn wir 2400 Moscheen in Deutschland haben, und Muslime wissen nicht, wann sie mit dem Fasten beginnen und wissen bestimmte Grundlagen der Religion nicht, die sie über das Internet erfahren müssen, liegt der Fehler nicht bei uns, die Informationen über das Internet vermitteln, sondern liegt der Fehler bei denen, die Moscheen in der Hand haben und das Wissen nicht verbreiten. Aber damit meine ich natürlich nicht alle Moscheen. Aber die Mehrheit. Kommen wir darauf zurück. Gibt es kein wichtigeres Thema? Nochmal. Es gibt so viele Themen, über die man reden kann und muss. Und selbstverständlich ist es für uns wichtig, über diese Themen zu reden, auf eine Art und Weise, wie wir die Botschaft auch rüberbringen an Leute, die normalerweise nichts damit zu tun haben. Denn wen wollen wir erreichen? Wir wollen nicht die Heiligen rufen. Wir wollen die Sünder rufen. Wie kann ich einen Sünder motivieren? Wie kann ich ihn anziehen? Wir haben diese Versuche gemacht. Wir haben diese Versuche selber gemacht. Wir machen einen Vortrag
geben ein religiöses Thema. Ich gebe das Beispiel. Letzte Woche wurde ein Vortrag hochgeladen von Aqida Tahawiyya. Die Überschrift ist Aqida Tahawiyya Teil 9, glaube ich. Ja, Teil 9. Das Leben von Allah. Wie viele klicken darauf? Wenige. Wenn ich das Thema jetzt verbinden würde, das Leben, erstmal, wenn ich Aqida Tahawiyya schreibe, Teil 9, sagt er sich, das ist Teil 9, die anderen Teile habe ich nicht gesehen, brauche ich gar nicht drauf zu klicken. Wenn du es klein dahinter schreibst, klickt er eher drauf. Schreibst das Leben von Allah, das Leben von Allah, wie das Leben von Allah. Würdest du aber irgendwas schreiben, Cristiano Ronaldo, keine Ahnung was, und du bringst dieses Thema mit rein, Leute sind interessiert. Und dann redest du über den Stolz des Islam, über Eifersucht im Islam, bringst diese ganzen Themen mit rein. Das hat etwas mit Hikmah, mit Weisheit in der Dawah zu tun. Aber worauf ich eigentlich hinauskommen wollte ist, weil wie gesagt, es gibt immer wichtigere Themen, sind die Leute, die schreiben, gibt es keine wichtigeren Themen? Und sie meinen dann geht man auf ihre, und sie meinen dann damit, guck mal, Palästina, schau mal da, was mit den Muslimen passiert. Und das sind Leute, die sind sich den ganzen Tag nur damit am beschäftigen, was den Muslimen auf der Welt passiert. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ein Foto von einem Kind, ein Foto von einer Frau, ein Foto von jemandem, der gestorben ist. Ist das schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Ist das gut, wenn man Mitleid mit den Muslimen hat? Das ist super. Ganz toll. Möge Allah dich dafür belohnen. Aber wenn man dann fragt, okay, Jungs, was ist jetzt die Lösung? Was jetzt? Was kommt jetzt als nächster Schritt? Er ist nur am Heulen. Er ist nur am Berichten. Das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert. Und jetzt? Was ist jetzt die Lösung? Was ist dein Schritt dafür? Durch Heulen wird die Welt nicht verbessert. Ich kenne so viele Muslime. Es ist genau wie mit diesen ganzen, Palästina-Demonstrationen. Ja. Das ist so ein bisschen wie Karneval für mich mittlerweile. Ich bin selber mitgelatscht. 2001, als ich Muslim geworden bin. Da gab es, glaube ich, damals diese Intifada in Jenin, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt, alle Jahre wieder packen alle ihre Schals aus, ihre Kostüme aus. Das ist wie bei Karneval. Schreien ein bisschen rum, ziehen durch die Straßen und am Ende ändert sich nichts. Warum nicht? Ist es gut, dass diese Leute Eifersucht für Palästina haben? Ja. Ist es gut, dass diese Leute zeigen, was für ein Unrecht geschieht? Ja. Aber mittlerweile wissen die Leute es. Hat es was gebracht? Ich glaube, es hat was gebracht. Ich glaube, dass dadurch das Thema differenzierter gesehen wird. Aber was ist jetzt der nächste Schritt? Differenzierter, meine ich, früher hat man wirklich gedacht, die Schuld liegt alleine bei den Arabern und heute wissen viele Leute, kennen die Situation besser. Aber ich sehe keine weitere Handlungen. Ich sehe nichts. Es ist wie eine jährliche Heulerei. Wir fangen an zu jammern. Die Bösen, Bösen, Bösen haben uns das angemacht und wir sind so schwach. Und es bringt nicht weiter. Was bringt uns weiter, liebe Geschwister? Weiter bringt uns, wenn wir uns persönlich verbessern. Die Veränderung beginnt bei dir. Nicht beim König von Marokko. Nicht beim König von so und so. Das ist etwas für schwache Persönlichkeiten. Schwache Persönlichkeiten suchen einen Sündenbock. Starke Persönlichkeiten suchen eine Lösung. Du bist die Lösung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber verändern. Wie veränderst du dich selber? Indem du dich bei dir veränderst, verbesserst. Wie wird ein Sportler, und deswegen bringe ich solche Beispiele, weil das etwas ist, was die Jugend versteht, was wir verstehen können. Wie ist ein Cristiano Ronaldo geworden? Ein Weltfußballer, ein Superstar. Mensch, so viele, denkt man an eure Jugend, wie viele wollten Weltfußballer werden?
Wie viele wollten es schaffen, Weltfußballer? Die haben den ganzen Tag davon geträumt. Die haben sich alle Fußballspiele angeguckt und waren Fan und haben geschrien. Aber die sind dadurch kein Weltfußballer geworden. Warum? Weil die nicht die Schritte gegangen sind, die sie gehen müssen. Die haben sich nicht selber verbessert, sondern die haben geträumt. Genau so ist es bei uns. Wir sind Träumer. Träumer und Schreier. Wir schreien Aua, die schreien Yeah, Tor, schreien die. Ja. Wir schauen uns die Situation an, posten Bilder. Ja, und die posten Bilder vom Fußball. Das wird ja aber kein Fußballspieler. Das wird ja kein Weltstar. So, warum ist ein Cristiano Ronaldo ein Weltstar geworden? Weil er sich jeden Tag versucht hat zu verbessern. Er ist jeden Tag einen Schritt nach vorne gegangen. Und wenn du jeden Tag einen Schritt nach vorne gehst, und das ist wieder unser Problem. Ach, was bringt das schon? Was bringt das, wenn ich mehr AFK mache? Ja, das bringt eine ganze Menge. Vielleicht wirst du dadurch vom Djinn geschützt, der dich vielleicht platt machen würde. Was bringt das, wenn ich einen Vers vom Koran lerne? Eine ganze Menge. Was bringt das, wenn ich einen Hadith lerne? Eine ganze Menge. Da kannst du in 10 Jahren kannst du viel Hadith wie Bukhari auswendig, inshallah. Wie Abu Huraira auswendig. Was bringt das, wenn ich eine Tat mehr mache? Vielleicht bringt Allah durch diese eine Tat einen Segen auf dich, mit dem du nicht gerechnet hast. Jeden Tag ein Schritt sind in einem Jahr 365 Schritte. Sind, wenn es 1000 Muslime machen, wie viele Schritte? 365.000 Schritte. Sind, wenn es 10.000 Muslime machen, 100.000 Muslime machen, 1 Million Muslime 10 Jahre machen, wie viele Schritte sind das dann? Milliarden von Schritten. Was ist, wenn 1 Milliarde, aber wir wollen immer große Schritte machen. Ja, bringt sowieso nichts. Ja, was soll das bringen, wenn man einen Flyer verteilt? Vielleicht durch diesen Flyer wird einer Muslim werden, der eine Veränderung bringt. Musab ibn Umair. Die ganzen Muslime. Mit kleinen Schritten haben sie vieles erreicht. Wenn wir einfach nur Außenstehende sind, die Bilder posten und rumheulen, sind wir wie Fußballfans, die mit ihrem Verein leiden. Du wirst kein Star werden, indem du mit deinem Verein leidest. Sondern du wirst ein Star werden, du wirst etwas verändern können, wenn du selber versuchst, Fußballspieler zu werden. Stell dir mal vor, jemand ist die ganze Zeit traurig. Boah, wir haben schon wieder verloren, wir haben schon wieder verloren. Und er postet jedes Mal Bilder von, wir haben schon wieder verloren. Davon wird sich der Verein nicht verbessern. Werd du selber Fußballspieler. In unserer Situation ist es so, wenn du willst, dass sich die Situation der Muslime verbessert, kannst du nicht immer nur posten, ja, es ist so schlecht, wir sind so schlecht, uns geht es so schlecht, wir sind so schwach. Du musst es in die Hand nehmen. Aber warum hast du den Mut nicht dazu, es in die Hand zu nehmen? Weil du keine Hoffnung hast. Weil dir schon eingeimpft wurde, weil du schon hypnotisiert worden bist, dass wir es nicht schaffen können. Aber ich sage euch, wir werden es schaffen. Wir werden weitermachen, inshallah. Denn Allah sagt, keine Hakkan alena nasrum uminin. Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Es ist unsere Pflicht. Deswegen macht Dua, dass Allah mich weiter festigt. Denn ich sage euch auch, für mich persönlich ist es manchmal deprimierend zu sehen, wenn man weiß, man hat 100% Recht. Und man will gerne die Leute anschieben, macht mit. Und aus Feigheit, Neid, Machtgier, Dummheit wenden sich Leute ab und machen nicht mit und lassen uns im Stich. Aber wen brauchen wir? Wir brauchen nur Allah. Wir brauchen nur Allah subhanahu wa ta'ala, niemand anderen. Und wisse, lieber Bruder, liebe Schwester, in Tansurullah yansurkum, wenn du Allah hilfst, Allah wird dir helfen. Was passiert, wenn du Allah hilfst? Und wenn ihr Allah helft, wird es keinen geben, der euch bezwingen kann.
Möge Allah uns Ikhlas in unseren Taten und Worten geben. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.